Moin Freunde der Kressgarage und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute soll es endlich um den TT01 Aufbau gehen vom Audi A4, den habe ich mir bei Berlinski geholt. Sehr schickes Modell, ich möchte ihn so ein bisschen auf Rallye umbauen und das soll es heute werden. Das heißt, es kommt jetzt ein Aufbauvideo, wo ich ein bisschen auch darauf eingehe, was sind so die Knackpunkte vielleicht an einem TT01, wenn ihr ihn selber aufbaut. Ich zeige euch, welches Tuning ich ja schon geholt habe und einbaue, was vielleicht noch sinnvoll ist, was man auch machen könnte, um das Chassis noch ein bisschen rallye-tauglicher zu kriegen. Das alles in dem Video. In dem zweiten Video geht es dann um die Karosserie. Da werde ich ein richtig schönes Design drauf zaubern. Euch Tipps geben, wie ihr das auch machen könnt. Zeige Step by Step, wie ich die Karosserie gestalte. Wird nicht Boxart, wird ein bisschen was anderes sein. Und dann gehe ich auf jeden Fall nochmal raus zum Testen. Das Ganze wird auf jeden Fall schön gefahren. Und dann gucken wir mal, wie es mit dem Modell weitergeht. Ne? Mal gucken. So viel Platz habe ich ja nicht mehr. Ihr seht hier, das ist die andere Seite von meinem Studio übrigens. Gerade alles voll. Haus hoch, Kisten, Kisten, Kisten. Muss ich alles noch in Ordnung bringen. Aber jetzt viel Spaß mit diesem Video. Moin Freunde und schön, dass ihr noch da seid. Schön, dass ihr mit mir dieses Modell aufbauen wollt. TT01E. Gibt es schon ewig und ich glaube, wird es auch noch ewig weitergeben. Das aktuellste Modell, was damit rausgekommen ist, ist wieder ein Re-Release, der Audi A4 Quattro als Tourenwagen. Ich habe ein bisschen was anderes vor. Gekauft habe ich alles, plus Tuningteile, plus Farben, was man so braucht beim Modellbau Berlinski. Habe ich euch oben auf dem i auch nochmal verlinkt, konnt ihr euch angucken. Ganz toller Shop. Ich habe meine Shoppingtour gemacht, habe aber auch gezeigt, wie ich das hier alles zusammengesucht habe, was ich mal alles ausgesucht habe. Da muss ich in diesem Video nicht so drauf eingehen. Aber ich hole erstmal wieder alles aus dem Karton raus, was wir hier so haben, was wir so brauchen. Habe ich schon ein bisschen doll auseinandergenommen hier. Ein Servo, Öldruckstoßdämpfer. Ich fange jetzt an zu bauen. Ich benutze heute mal wieder mein Tamiya Werkzeugset, was einfach gängig ist. Ich komme damit gut klar. Die Werkzeuge passen direkt. Ist alles dabei, was ich brauche. Bei so ein paar Sachen, weil es einfach schneller gehen soll, werde ich einen elektrischen Akku-Handschrauber benutzen. Der ist jetzt nicht ganz so stark. Kann ich einstellen, ob der viel oder wenig Power hat. Ich komme damit sehr gut klar. Aber ihr müsst aufpassen, wenn ihr Metallschrauben in Plastik reinschraubt, irgendwann nach fest kommt ab. Also macht das immer schön bedacht. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich bereite mal alles vor. Ich knipse die ganzen Plastikteile, die wir jetzt brauchen, erstmal aus ihren Spritzgussform und dann sehen wir uns wieder hier, wenn ich anfange zu bauen. So, bevor ich jetzt alle Kunststoffteile versuche, aus ihren Gussspritzteilen zu holen, ich habe noch zwei Sachen geholt. Einmal hier bei Ikea eine Schubladeneinlage für die Küche, also für Besteck. Hier kann ich meine ganzen Kunststoffteile reinlegen. Und im Lidl gab es letztens so eine Metallkiste mit dicken Magneten drunter. Hier kann ich alle meine Schrauben rein tun, dann fliegen die nicht mehr rum. Das versuche ich mal zu benutzen. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Aber erstmal fangen wir mit den Spritzteilen an. Und was ich mir jetzt gedacht habe, ich nehme einfach schon mal alles auseinander, lege aber immer die Teile sozusagen die ich von so einem bestimmten Spritzgussteil habe, in einen Fach rein. Das heißt, wenn man das gut umsetzt, hat man das ganze Fahrzeug nachher hier drin einzeln verteilt. Und ich finde, das sollte eigentlich ganz gut klappen. Also, ich nehme jetzt alles auseinander, habe dafür einen guten Seitenschneider, noch ein Cuttermesser, um die Kanten auch richtig schön sauber zu kriegen, dass da nichts übersteht. Und wenn ich alles auseinandergenommen habe, sehen wir uns genau hier wieder, also jetzt gleich, um den Wagen zu bauen. So, ich habe jetzt mal alle Teile rausgetrennt, die ich für den Wagen brauche oder von denen ich denke, dass ich sie brauche. Ich habe nicht alle Stoßdämpfer rausgebaut. Ich werde aber mal einen, der standardmäßig im Bausatz dabei ist, zusammenbauen. Ich werde ja die Öldruckstoßdämpfer nehmen. Und ja, das ist das. Jetzt machen wir uns mal an die nächsten Sachen ran. So, hier haben wir noch die Lenkung und die Welle, die brauche ich gleich auch noch. Motor, Octune-Motor, eigentlich schon ziemlich gut. Macht, finde ich, ein sehr realistisches Fahrbild. Differenziale sind hier drin. Und jetzt haben wir die Tüten A, B und C. Die mache ich jetzt nacheinander auf. Das heißt, ich öffne erst Tüte A, lege die hier rein,
Das gehört zur Karosserie. Und wenn wir das offen haben, legen wir jetzt endlich los mit dem Bauen. Hier haben wir Plastikleitlage, das sind die, die im Bausatz dabei sind, und 4 Kupferringe. Wir werden aber Kugellager verwenden. Extra für das Modell gibt es Sätze, die werde ich benutzen. Das heißt, die brauchen wir gar nicht, die können auch weg. Mal gucken, wie gut das hier funktioniert. So, dann haben wir hier die Chassiswanne, die Anleitung. Auch nochmal so, lest sie euch einmal durch. Also wenn das euer erstes Modell ist, macht das übrigens nicht so, denn dann hilft es euch nicht so sehr. Lest sie euch auf jeden Fall komplett durch. Sie ist auf Englisch, Deutsch, Japanisch, Französisch. Für alle was dabei, hier sind Tipps zum Aufbau auch gegeben. Und dann die Bauschritte. Bauschritt A ist von also Bauschritt A beinhaltet die Bauschritte 1 bis 11. Damit fange ich auf jeden Fall an. Manche Sachen sind doppelt, die zeige ich nicht. Die einfachen Sachen zeige ich und erkläre ich, was ihr da auch machen müsst. Ansonsten ist es auch immer hier sehr gut erklärt. An der Seite von der Anleitung sind nochmal die Bauteile in Originalgröße dargestellt. Das heißt, wenn ihr irgendein Teil habt, könnt ihr es hier drauflegen, eine Schraube auch gucken, ist sie in der gleichen Länge. Dann wisst ihr, ob ihr die richtige Schraube für das Modell habt. Und die Bauteile ansonsten sind immer noch hier mit Buchstaben beschriftet. Was können wir mal nehmen? C5, ist ein bisschen schwieriger. Gehen wir mal kurz eins hier hin. Dieser Motorträger im Bauschritt 3 wird beziffert mit D3. Dann könnt ihr gucken, wenn ihr nicht wusst, wo das ist. Ihr habt einen von diesen Spritzgüssen, hat die Buchstabenbezeichnung D und dann müsst ihr einfach nur die 3 suchen. Dann habt ihr euer Teil gefunden. Und so kann man jetzt durch die ganze Bauanleitung hier durchgehen. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Bauschnitt A1. Kommen auch schon direkt die Kugellager dran. Ich lasse die jetzt mal so. Wenn ihr die noch ein bisschen leichtläufiger machen wollt, weil ihr auch Rennen fahren wollt, empfehle ich euch, die Kugellager, auch wenn sie noch neu sind, einmal ordentlich zu reinigen. Also packt sie in ein Glas rein, ein Marmeladenglas zum Beispiel, wenn ihr sowas habt. Ein leeres natürlich, ausgewaschen. Legt die Kugellager da rein. Gibt ordentlich eine Menge was vom Bremsenreiniger dazu. Das Ganze ein bisschen einwirken lassen. Dann seht ihr schon, dass der Bremsenreiniger wird sehr dunkel. Da habt ihr die ein bisschen gereinigt. Könnt ihr auch mal bewegen, da kommt auch noch ein bisschen was raus. Und danach müsst ihr sie mit einem Leichtlauföl für Kugellager extra. Gibt es auch welche vom RC-Modellbereich. Aber es geht, glaube ich, auch Nähmaschine zum Beispiel. Die haben auch ein sehr leichtläufiges, sehr dünnflüssiges Öl. Hier nochmal reinsetzen. Dann sind die Kugellager in Top-Zustand. Ich nehme die Kugellager jetzt, wie sie hier aus der Tüte sind. Die werden eh, wenn man öfters fährt, ausgebaut und eingebaut und gereinigt. Das ist nicht mit einem Mal getan. Das sieht lustig aus. Doch ein bisschen starke Magneten hier in dem Träger drin. So, da sieht man es auch. Und wir fangen an. Chassiswanne ist in diesem Fall schon ausgearbeitet. Wir haben jetzt aber auch hier einen vorne und einen hinten. Hinten sitzt der Motor. Vorne kommt die Lenkung drauf. Das heißt, das ist vorne. Und Bauschnitt A. Ich blende den auch mal mit einer Seite ein. Da geht es darin, das Getriebe einzubauen. Das Getriebe selber ist hier mit bei dem Differential, was wir gleich auch noch bauen müssen, mit dabei. Hier sind die Teile alle drin. Wenn ihr euch von Carson das Tuning-Set holt, gibt es ein sehr cooles für den TT01 auch. Verlinke ich auch mal, ist bei Berlinski übrigens sehr günstig. Dann sind auch noch Speed-Getriebe dabei, dann sind Kugellager dabei. Und Öldruckstoßdämpfer und ein Motorritzel, also das wird richtig ordentlich. Und da sind dann, wie gesagt, auch Speedgetriebe bei. Ich baue jetzt hier das Standard 61T, also 61 Zähne mit ein. Das heißt, wir haben das. Hier zusammendrücken. Wir müssen jetzt gucken, dass der Metallstift nicht auf irgendeiner Seite rausguckt, sondern dass dieser Plastikring den von außen abschließt, dass der nicht rausfallen kann. Dann haben wir das Leitlager. Und die Antriebswelle. So, kleinen Tipp. Wenn euch die hier mal rausfällt, ihr habt so ein bisschen Fett dabei. Soll man eh ein paar Sachen noch gleich einfetten. Hier ein bisschen Fett dran machen. Dann bleibt der in Position. Dann rutscht er nicht so schnell hin und her. So, ein bisschen Fett drauf, jetzt rutscht er nicht so schnell hinterher. Kugellager einlegen. Jetzt soll das hier schon ganz gut liegen. So, eins haben wir geschafft. Jetzt kommt 2. Da brauchen wir die Kardanwelle. Die hier ist übrigens aus Kunststoff.
ein guter Tuning-Schritt ist, auch die aus Aluminium zu nehmen. Dann wabbelt die nicht so hin und her. Und die Kraftübertragung von vorne nach hinten ist ein bisschen gleichmäßiger und ein bisschen akkurater. Wir kommen zum nächsten Schritt, den Motor vorbereiten. Das heißt, wir haben hier unseren Torque-Tuned-Motor. Jetzt kann der Achsenschutz ab, den brauchen wir nicht mehr. Jetzt brauchen wir diesen Papierabstandhalter, der bringt so ein bisschen die Vibration raus und sorgt dafür, dass kein Dreck sozusagen hier durchkommt. Schließt sozusagen den Motor so ein bisschen ab. Dann müsst ihr gucken, dass die zwei Papierlöcher direkt auch über den zwei Schrauben hier liegen. Als nächstes verbauen wir unseren Motorritzel. Dafür ist noch eine ganz kleine Madenschraube da. Müsst ihr mal hier gucken. Dafür gibt es das extra kleine Werkzeug. Ich habe jetzt hier ein größeres. Das ist jetzt hier ein 19 Zahn Motorritzel aus Aluminium. Tamiya hat immer diese Aluminium-Zahnritzel dabei. Die sind grob okay, aber wenn ihr damit öfters und mehr fahren wollt, solltet ihr die gegen Stahlmotorritzel austauschen, denn die nutzen sich hier doch recht schnell ab. Und je scharfkantiger die werden, desto schneller nutzen sie dann auch euer Hauptzahnrad ab. Also guckt, dass ihr da auch bei Gelegenheit dann in irgendeinem der nächsten Schritte, wenn es ums Tuning eures Wagens geht oder ihr den Wagen direkt super aufbauen wollt, ein Metallzahnrad einbaut. Und da gibt es ja auch verschiedene. In der Einstellung, wie es jetzt hier gibt, kann der von einem 19er, das ist das kleinste Zahnrad, bis hoch zu einem 22 Zahnrad in Verbindung mit dem 61er hier gehen. Das heißt, das ist die Getriebeübersetzung. Und je größer dieses Zahnrad natürlich ist, desto mehr Umdrehung bringt das auf den Motorantrieb, aber desto schwächer wird auch im Endeffekt der Motor so ein bisschen. Das heißt, da muss man immer gucken, wie viel Anlauf will man wo haben. Hier wird jetzt noch gesagt, in der Anleitung, das Motorritzel soll so weit eingestellt werden, dass es 1,5 oder 15 mm von der Pappe bis zur Oberkante hat. Und ihr müsst die Madenschraube auf die flache Seite, wie ihr es hier sehen könnt, hier gibt es eine flache Seite, darauf aufsetzen, da kann die Schraube richtig halten. Ich mache das jetzt erstmal nur so festgezogen. Jetzt wird das Ganze noch auf den Motorblock gesetzt. Und da gibt es hier auch zwei Seiten. Ihr müsst jetzt aufpassen, dass ihr den Motor richtig aufbaut. Es gibt eine ganz glatte Seite und eine Seite, die etwas größere Löcher hat. In diesem Fall beim TT01 gibt's halt, kann man den nicht drehen. Das heißt, hier kann ich jetzt den Motor aufsetzen. Und je nachdem, welche Positionierung ihr jetzt hier wählt, müsst ihr es an das Hauptzahnrad, an das Motorritzel sozusagen anpassen. Das heißt, für einen 19er Motorritzel müsst ihr die Verschraubung ganz oben und ganz unten nehmen. Das heißt, ihr richtet die Löcher hier hinten danach aus. Und jetzt müsst ihr Schrauben nehmen, und zwar die MA6. Das ist eine Metallschraube. Zweimal gibt es sie hier. Auch die einsetzen. Festschrauben. Hier könnt ihr auch, wenn ihr den Motor fest haben wollt und nicht jetzt öfters wechseln wollt, auch noch mit Loctite arbeiten. Jetzt wird der Motor, sagen die Kabel noch ein bisschen über Kreuz biegen, hier eingesetzt, die Motorhalterung. Schön bis unten rein. Und dann könnt ihr noch mal gucken, sitzt das Motorritzel gut auf dem Hauptzahnrad. Ich kann es jetzt zum Beispiel noch ein bisschen nach hinten schieben. Das heißt, ich drehe mir das jetzt so, dass ich meine Madenschraube wieder sehe. Löst die noch mal ein bisschen. Schiebt die so, dass sie möglichst viel vom Hauptzahnrad erreicht. Und drehe es wieder fest. So, das sieht doch schon sehr gut aus. Jetzt haben wir den Motor eingebaut. Im nächsten Schritt kommt jetzt die Abdeckung für den Motor. Das diskute Stück, das wird hier einmal drüber gesetzt. So rum. Und das schließt jetzt das ganze Getriebe ab. Bevor ich das jetzt mache, gebe ich jetzt hier noch mal ein bisschen Fett ran. So, guckt, dass alle Schrauben gut ansetzen, dass das Ganze gut geschlossen ist. Alles schön ruhig läuft, ist auch gut. Dann haben wir Schritt 4 geschafft. Ich lege das mal kurz zur Seite. Jetzt kommen wir zu den
Differentialen. Da gibt es jetzt zwei Stück, einmal für vorne und hinten. Die werden exakt gleich aufgebaut. Ein kleiner Unterschied zum TT02 ist theoretisch das gleiche Differential. Beim TT01 sind aber Metall, ist ein Metalldifferential sozusagen verbaut. Beim TT02 ist dies hier aus einem reibungsarmen Kunststoff gemacht. Die Differentiale werden jetzt wie folgt zusammengebaut. Wir haben zweimal diese größeren Metallstücke. Da müsst ihr nochmal gucken, ob die schön gradfrei sind. Manchmal haben die auch eine kleine Macke. Werden hier reingelegt. Ein bisschen Fett unten rein. Das Stück da drauf. Da drauf kommt jetzt ein Sterngetriebe. Jetzt sehe ich auch noch ein bisschen Fett dran. Die Zahnräder werden vom Winkel her nach innen spitz zulaufend draufgesetzt. Dann gibt es hier an der Seite so Führungsschienen. Drei Stück. Da wird das Differential reingesetzt. Wenn ihr das gemacht habt, kann ich nochmal ordentlich Fett rein, damit das gut läuft. Das ist kein komplett geschlossenes Differential. Da könnt ihr kein Öl reinfüllen. Ihr könntet es aber sperren. Das heißt, wenn ihr ein gesperrtes Differential haben wollt, wäre jetzt sozusagen die Möglichkeit, das entweder mit einem extra Tuning-Teil zu sperren oder ihr setzt da Knete rein, klebt das fest, Heißkleber zum Beispiel geht auch rein oder einfach mit Taschentuch so fest ausfüllen, dass sich da drin die Zähne nicht bewegen können, dann habt ihr ein gesperrtes Differential. Jetzt kommt von oben nochmal der Metallzahn hier oben drauf. Gucken, dass das gut läuft. Hier noch ein bisschen Fett dran. Und dann kommt das äußere Differential drauf. Das hat auch wiederum drei so kleine Stifte oder Zapfen. Die kommen sozusagen in die gleichen Rillen, wo auch das Sterndifferential reingesetzt wurde. Jetzt habt ihr drei Schrauben. Löcher. Da kommen kleine Schrauben rein. Das ist die MA8. Also 2x8 mm ist die lang groß. Da ist die dritte. Auch das wieder zusammenschrauben. Guckt auf jeden Fall da, dass es überall gleich gut anliegt. Und dann nochmal alle Schrauben fest anziehen. Aber auch hier, ihr schraubt in Kunststoff rein. Nach fest kommt ab, das wollen wir nicht. Da der Wagen auf Rallye aufgebaut wird, werde ich nachher im Schritt, wenn es vorne ans vordere Diff geht, das Differential ein bisschen sperren. Ein vorderes Differential ein bisschen gesperrt macht mir da ein bisschen agileres Fahren. Denn wenn ich gerade vorne viel Reifenkontakt verliere zum Boden, ist es besser, wenn beide Räder gleich schnell drehen. Dadurch werden die Kurven aber wiederum ein bisschen größer vom Radius. Muss mal gucken, könnt ihr euch ausarbeiten. Aber so, jetzt haben wir das Differential gebaut. Das war jetzt Schritt 5. Wir gehen weiter, brauchen jetzt wieder das Chassis. Und bauen jetzt das hintere Differential ein. Das heißt, zuerst kommt nochmal ein Kugellager hier reingesetzt. Der ist auch hier mit drin. Der wird hier einfach nur drauf gesteckt. Dann auch eingefettet so ein bisschen auf beiden Seiten, mal was drauf tun. Dann wird das Differential reingelegt. Beim Differential müsst ihr jetzt gucken, wenn beide Differenziale, sag ich jetzt mal vorne und hinten, mit dem Zahnkranz auf der rechten Seite sind, dann ergibt sich ein lustiges System, und zwar drehen dann die Räder, beim nach vorne fahren drehen die hinteren Räder richtig, die vorderen Räder drehen aber falsch rum, beim Rückwärtsfahren das gleiche. Ihr müsst also gucken, nachher wird auch in der Anleitung gezeigt, dass ihr einmal den Relais-Ring, also diesen Zahnkranzring auf der linken Seite habt und im vorderen Bereich dann auf der anderen Seite. Dadurch funktioniert das Differential erst richtig, dass es gut läuft. Genau. Auf das Differential selber würden jetzt die Kunststoffringe kommen. Ich lege jetzt hier schon mal Kugellager rein, die in dem Kugellagerset passend dabei sind. Differential hier rein, Kugellager sind drauf. Ich nehme das nochmal kurz zur Seite. Jetzt wird die hintere Radaufhängung gebaut und dafür brauchen wir ein paar Bauteile noch. Die hinteren Schwingen, oben und unten. Hiernach wird jetzt übrigens auch entschieden, ob ihr einen langen oder einen kurzen Radstand aufbaut. Das heißt, je nachdem,
ob dieser Träger so rum eingebaut wird, dann ist die Achse weiter vorne, oder ich ihn so rum einbaue, dann ist die Achse ein bisschen weiter hinten. Könnte den Radstand verändern. Ich baue ihn jetzt mal mit dem langen Radstand auf. Guckt auch da, dass der oben und unten gleich aufpasst, damit das gut zusammensitzt. Das Differential rein. Also ein bisschen trickiger Arbeit. Ein bisschen anheben vielleicht. Jetzt kommt der hintere Diff, das Gehäuse sozusagen drauf. Schön aufgesetzt. Und dann mit den langen Schrauben hier oben verschraubt erstmal. So, ich habe das jetzt erstmal festgeschraubt hier oben. Da müsst ihr gucken, dass die gut laufen. Ich habe da jetzt kein Fett dran gemacht, so wie es in der Anleitung steht, denn da setzt sich auch schnell Staub an. Und wenn das Staub ist, dann fängt das an zu schleifen und schlackern die noch mehr aus. Jetzt kommt hier der Diff-Eingang einfach an die Seite rein. Darauf kommt der Knochen. Daran dann sozusagen unseren Aussaugerbereich. Wird festgeschraubt. Jetzt soll das hier gut laufen. Läuft schön locker. Das gleiche auf der anderen Seite auch. So. Um das Ganze jetzt gleich weiter nach unten zu kriegen, kann man jetzt hier einen bestimmten Bereich rausdremeln. Und falls es dann schleifen sollte, muss man auch an den Diff-Ausgängen noch was abnehmen. Ich gucke erstmal so, wie es läuft. Oder diese Plastikringe sind manchmal schwer zu finden. Die sind beim Servohorn dabei, beim Servosaver. Das heißt, das ist die letzte Tüte, die ich jetzt noch aufmachen muss. Dann kommen hier so Plastikringe raus. Auch die gibt es als Tuning, als Metallringe. Wenn ihr einfach nur reingedrückt, also stehend reinsetzen, reindrücken und dann zur Seite drehen. So, das war jetzt Tüte A. Ich mache jetzt weiter mit Tüte B, also Bauabschnitt 12. Der ist wieder das Differential aufbauen. Das zeige ich euch jetzt auch. Ne, Differential mache ich nochmal kurz. So, das ganze Video wird ein bisschen lang. Ich zeige euch jetzt nochmal schnell, wie ihr an Tuning und Ersatzteile kommt. Also bei Berlinski geht ihr auf Auto und Zubehör. Dann gibt es hier oben noch einen Reiter Ersatzteile und Tuning. Dort könnt ihr dann auf alle Marken gehen. Ich gehe jetzt mal Tamiya. Dann gibt es die Chassis, die verschiedenen. Hier unten das TT01. Für das suche ich ja was. Und hier ist jetzt alles aufgelistet, was Berlinski Modellbau gerade hat. Und total günstig ist auch dieses Carson-Set. Da sind nicht schon Öldruckstoßdämpfer drin. Das Speedgetriebe, Kugellager. Und das für 36 Euro ist ziemlich cool. Mitnehmen kann man auf jeden Fall immer noch mal diese Aluwelle. Die ist auch gerade recht günstig. Sinnvoll sind auch noch die Achsschenkel hier hinten, die mit einem leichten Vorlauf, dadurch habt ihr ein bisschen bessere gerade Auslauf auf Geschwindigkeiten. Alu-Motorhalterung kann man auch nochmal mitnehmen. Das wären noch so Sachen, könnte ich anklicken. Die sind hier gut runtergesetzt. Was haben wir noch? Spurstangen auf jeden Fall hier vorne sind auch noch ganz gut. Zum Einstellen, ein bisschen zum Feinjustieren auch runtergesetzt. Ja, wenn euch das ganze Video schon gesehen oder gefallen hat und ihr sehen wollt, wie es mit dem Chassis weitergeht, kommt doch auf der Kress Garage wieder vorbei. Lasst gerne ein Abo da. Ich sage jetzt einfach nochmal, gibt es hier noch was Interessantes für den TT? Ja, nö. Doch, den Staubschutz kann man auch nochmal benutzen, finde ich auch ganz interessant. Also ja, genau, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Bis dann, ciao und tschüss, euer Kress.